Weltlagerschäden frühzeitig erkennen und Folgeschäden vermeiden. Wir freuen uns sehr über den großen Antrag bei unserer Webinar-Serie ganz generell. Mein Name ist Florian Herzog. Ich leite den Sales Support in unserem Headquarter in Ismaning. Das Webinar heute hält Herr Sigmar Becher, den ich jetzt dann auch gleich übergeben werde. Zum Schluss wird Zeit für Ihre Fragen bleiben, welche Sie mir gern während dem Webinar zukommen lassen können. Dazu benötigen Sie das Bedienpanel auf der rechten Seite. Sie sehen dann einen weißen Pfeil auf orangem Hintergrund. Da können Sie dann in den Bereich Fragen wechseln und mir Fragen an prüftätig Sales-Team zukommen lassen, die wir dann gern zum Schluss vorlesen und gemeinsam beantworten werden. Zusätzlich wird das Webinar aufgezeichnet und Ihnen zur Verfügung gestellt. Und jetzt übergebe ich an Herrn Sigmar Becher. Ja, ich begrüße Sie auch nochmal ganz herzlich bei der Prüftechnik und entschuldige mich für die Verspätung. Ohne lange Vorrede, mein Ziel ist es Ihnen heute ein paar Sachen zum Thema Wälzlagerüberwachung nahezubringen. Das kann in der Kürze der Zeit natürlich kein komplettes Seminar, keine umfassende Schulung sein. Aber mein Ziel ist Ihnen hier ein paar wichtige Sachen in Erinnerung zurückzurufen oder ein paar interessante Sachen mitzuteilen, um bei Ihnen den Appetit, das Interesse an der Wälzlagerüberwachung zu wecken und vielleicht ein bisschen zu vertiefen. Aus diesem Grunde fange ich gleich an mit einem kleinen Überblick zu möglichen Fehlern an Wälzlagern, damit wir in etwa von den gleichen Sachen sprechen, damit wir in etwa Vorstellung haben, worüber wir uns hier unterhalten. Es gibt bei uns die Bezeichnung Verschleiß, die hier oben links zu erkennen ist. Wir meinen damit eine Gutmengung aller Laufbahnflächen an einem Wälzlager, egal ob Kugel- oder Rollenlager, sprich sowohl die Wälzkörper als auch der Innenring als auch der Außenring ist von der Laufbahn gleichmäßig abgenutzt. Es fehlen aber die klassischen tiefen Schlaglöcher, die tiefen Bittings. Wir vergleichen so eine Laufbahn von einem Wälzlager gerne mal mit einem Rad auf der Straße, wobei die Wälzkörper einfach die Räder sind, die Rollbahnen von innen und Außenring, der Straßenbelag. Und bei unserem Verschleiß haben wir letztendlich einen sehr schlechten Straßenbelag, aber keine einzelnen tiefen Löcher. Das kann entweder dadurch entstehen, dass bei einer sehr langen laufenden Maschine, bei einer sehr langen laufenden Lagerung, die gesamte Rollbahn mehr oder weniger verschwunden ist. Wir haben nur noch die Huckelpiste, aber keine tiefen Löcher mehr. Oder wir haben halt eine relativ neue Maschine, die irgendwo vom Spiel von der Passung nicht stimmt. Die zweite Geschichte zum Verschleiß wäre hier, dass wir diese Probleme natürlich nicht im Inneren des Lagers nur haben können, sondern dass ebenfalls der Außenring im Stehlagergehäuse wohl aufliegen kann oder sogar mitdrehen kann, beziehungsweise der Innenring auf der Welle nicht mehr straff sitzt, sondern auch hier eine gewisse Passung, Spiel haben kann. Das heißt, dass auch der Innenring nicht mehr mit der Welle voll mitdreht. Das wären die Stichworte Verschleiß. Im Gegensatz dazu die typischen Fehler auf den Laufbahnen beziehungsweise auch auf den Wälzkörpern, dass wir hier erste beginnende kleine Schäden, Ausplatzer, sogenannte Pittings haben können. Das kann, wie gesagt, auf dem Außenring stattfinden, das kann auf dem Innenring des Lagers stattfinden. Diese Pittings können natürlich auch auf den Wälzkörpern selbst stattfinden. Und auch der Käfig als das Bauteil, was letztendlich die Wälzkörper auf Abstand voneinander hält, kann entsprechende Schäden, Probleme, Fehler haben. Und das sind die typischen Laufbahnschäden, die wir hier mit unseren Messmethoden erkennen können und auch erkennen sollten. Eine ganz andere Gruppe von Problemen sind unsere Schmierungsgeschichten. Das hat früher vor Jahren mal wirklich sehr viel in Anspruch genommen. Das klassische Problem, ein typisches Wälzlager, sollte immer mit einem gewissen minimalen Schmierfilm versehen sein, damit die Wälzkörper von den Laufbahnen eine gewisse Trennung haben, eine Schmierung haben und hier der Kontakt beim Abrollen nicht zu intensiv ist. Fehlt dieses Schmiermittel, dann führt das durch Mangelschmierung letztendlich zu einer Temperaturerhöhung, zum Heißlaufen des Lagers und damit zu einer vorzeitigen Alterung bzw. sogar schon kurzfristig zu einer Schädigung. Die zweite Sache dabei, Schmierungsmangel.
Die zweite Sache ist die Überfettung. Gerade bei fettgeschmierten Lagern soll man unbedingt darauf achten, zu viel ist auch nicht gut. Sprich, jedes Lager sollte nur eine minimale Menge an Fett laut Herstellerangaben besitzen, was dort sich langsam auch verteilen muss. In dem Moment, wo ich so ein Lager mit Fett vollpumpe, förmlich aufpumpe, erreiche ich einen sehr schönen Effekt, allerdings nur kurzfristig, dass die Wälzkörper nicht mehr abwälzen, sondern anfangen zu gleiten. Ich habe im ersten Moment ein sehr ruhig, sehr sauber laufendes, gleitendes Wälzlager. Das wäre der gute Effekt, der leider nur sehr kurz ist, weil durch die erhöhte Reibung erhöhen sich hier die Temperaturen. Die Temperaturen erhöhen sich so hoch, dass das Fett ausläuft. Und dummerweise nicht nur das überflüssige Fett, sondern so ziemlich alles, was drin ist. Und ich habe dann automatisch das Wechselspiel von der Mangelschmierung zur Überfettung und wieder zur Mangelschmierung. Das heißt, das bringt uns sehr starke Probleme. Und es geht leider in den seltensten Fällen so, dass nur das überflüssige Fett hier rausläuft, sondern bei so einem heiß gelaufenen, überfetteten Bauteil ist dann meistens alles wieder verschwunden. Und an der vierten Gruppe von Problemen haben wir hier zum Teil Montagefehler, aber die zum Teil auch verschleißbedingt sind. Damit wäre zum einen zu nennen Außenring und Innenring verformt oder hohl aufliegend. Gerade bei mangelhaften Stehlagergehäusen ist das ein Thema. Ich habe einige Kunden, die sagen, gut, wenn so ein Lager seine Lebensdauer erreicht hat und es wird normal gewechselt, dann schauen wir uns sehr genau auch die Stehlagergehäuse an und wechseln gerne auch mal ein Stehlagergehäuse mit, weil es bringt nichts, ein super tolles neues Lager einzubauen in einem Stehlagergehäuse, was letztendlich so viel Luft hat, dass der Außenring dann mitdreht. Ähnliche Probleme führen natürlich auch beim zu weiten Innenring, bei einer mangelhaften Passung von Innenring auf der Welle oder Probleme beim Spannsatz, bei der Taperlock-Buchse, wie auch immer. Innenring verformt, auch das führt letztendlich zu verstärktem Verschleiß. Andere Probleme wären Schräganbau oder auch das axiale Zwängen von Loslagern. Das ist so eine Geschichte durch oder für Wärmedehnung, um Änderungen von den Lasten ausgleichen zu können, sollte jede Welle, die gelagert ist, auch auf einer Seite ein Loslager haben. Das heißt, diese Welle sollte die Chance haben, in axialer Richtung sich hier zu verschieben. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann führt das zu Problemen. Und die habe ich vor Jahren mal an einer Maschine mit einem relativ einfachen Online-System gemessen. Hintergrund, Sie sehen jetzt hier eine Darstellung in der Datenbank. Rechts im Kennwert Ermittlung wegen Beschleunigung. Und dieser Kennwert liegt bei 15, 16 Meter pro Sekundenquadrat. Als typischer Wälzlager-Kennwert ist der für die Maschine relativ hoch. Und nach der Empfehlung, Mensch, schmiert doch einfach die Maschine mal ab, kam das zu dem Effekt, dass dieser Beschleunigungswert sehr schön runtergegangen ist auf 2,5 Millimeter pro Sekunde. Quatsch, Meter pro Sekundenquadrat Beschleunigung. Allerdings hat das ganze Teilchen sein Problem. Diese Schmierung, dieses Abschmieren hat damals um 12.04. 3 Uhr. Stattgefunden. Und genommen, hier verschlechtern sich die Werte bis zum 13.04. um 5.41 Uhr. Das heißt, das Abschmieren, das Überschmieren der Welle hat zwar die Signale deutlich gedämpft, allerdings nur begrenzte Zeit und dann gehen die Werte wieder voll hoch. Soweit eigentlich nicht weiter schlimm, außer dass man die Erfahrung gemacht hat, es wirkt halt nicht dauerfristig. Das Problem dabei war, dass in der gleichen Schwingbeschleunigung runtergegangen ist, wir hier die Schwinggeschwindigkeit ebenfalls mal gemessen haben. Und wenn wir die beide mal zeitlich verknüpfen, dann sehen wir in dem Moment, wo der eine Wert in den Keller geht, geht der andere Wert massiv nach oben. Das heißt, wir haben hier an der Maschine wirklich
natürlich in Zwängen von dem Loslager bewirkt, dadurch durch die Schichtgrenze 2 mm von 6 mm erhöht hat. Auch hier der Effekt, sobald die Temperaturen wieder runtergehen, das Laufgeräusch wieder schlechter wird, die Schwinggeschwindigkeit wird wieder besser. Das heißt, die Maschine hört auf, sich stärker zu schütteln und läuft wieder in dem vorher bekannten Bereich. Das als kleiner Ausflug in die Praxis zum Thema Zwängen, axiales Zwängen von Loslagern. Ja, und dann gehen wir gleich weiter zur Lebensdauerkennlinie unseres Lagers. Die sogenannte Batik-Wand-Kennlinie fängt an mit dem kurzen Einlauf. Das ist perfekt für die ersten Stunden, die ersten Tage der Laufzeit des Lagers, je nach Betriebsweise, wo sich die einzelnen Laufbahnflächen aneinander noch anpassen, kleppen und das Laufgeräusch wirklich deutlich besser wird. Das heißt, erst ab diesen Einlaufzeiten sollten wir wirklich wiederkehrende Messungen beginnen. Und ab dieser Einlaufzeit sollte der Zustand der Maschine nicht wie hier unten 4 bis 6 Wochen stabil sein, sondern wirklich über Jahre hinweg. Was hier unten zu sehen ist, ist die Messzeit, die wir empfehlen würden für ein Offline-System, für ein Handmessgerät, um zu sagen, alle 4 bis 6 Wochen prüfe ich hier mal, ob der Zustand noch stabil ist. Ja, und nach einigen Jahren wird dann der Zustand so weit am Ende sein, dass die Fittings entstehen und größer werden. Das heißt, sowohl in der Länge der Laufbahn als auch in der Breite der jeweiligen Laufbahn werden sich hier Schäden entwickeln. Und das wird dann zum Anstieg vom anfangs grünen Bereich in den Übergang zum gelben und letztendlich zu. Dieser Signalpegelanstieg verdeutlicht mir letztendlich hier den Bedarf an Aktivität. Und hier steht abschließend nochmal eine Sache, Achtung, bei Innenringschäden, Stopp im ersten Steilanstieg. Das bezieht sich letztendlich darauf, dass die unterschiedlichen Bauteile in unserem Lager unterschiedliches Gefährdungspotenzial für einen Schaden haben. Das sehen wir uns nachher bei den Details noch weiter an. Zum anderen, hier sehen wir die Änderung von Messzeiten 4 bis 6 Wochen, 1 bis 2 Wochen, 1 Tag oder Stunden. Das ist natürlich ganz stark von der Wichtigkeit der Bedeutung der Maschine abhängig, wenn Sie hier die ersten erhöhten Pegelwerte messen und Sie sagen, okay, ich bin jetzt alle 6 Wochen unterwegs, messe ich dann nächste Woche wieder oder messe ich morgen wieder? Das ist immer eine schwierige Entscheidung. Je wichtiger die Maschine ist, werden Sie wahrscheinlich sagen, dann gehen wir morgen oder in einer Stunde nochmal. Wenn die Maschine nur so nebenbei ist und Sie einfach das zum Erfahrung sammeln brauchen, dann reicht es sicherlich dann eine Woche später zu schauen. Ich würde immer empfehlen, relativ kurzfristig zu wiederholen und davon in Abhängigkeit von dem Anstieg zu sagen, okay, hier können wir einen Tag warten, eine Woche oder Achtung, hier ist es eilig, was zu tun. Aber Sie merken schon an der ganzen Thematik, hier wird es interessant, herauszufinden, ja, wie gefährlich ist denn dieser Signalpegelanstieg? Und weil dann wir überhaupt zu unserem Signal, wie nehmen wir unsere Signale als Mensch wahr? Das heißt, wenn wir kein Messgerät dran haben, die Klassiker von Fehlausrichtung, Unwucht ist die Größe, die ich an der Maschine ganz einfach fühlen kann, die man je nach Frequenz sogar zum Teil sehen kann, dass die Maschine anfängt zu hüpfen, sich zu schütteln. Das ist unsere Messgröße, Schwinggeschwindigkeit. Und im Gegensatz dazu haben wir unsere Wälzlagerschäden, die überrollte einzelne kleine Fittings bewirken als Geräusch, als Körperschall. Und wenn die Maschine in einem relativ ruhigen Umfeld läuft, dann kann man so Schäden, Wälzlagerschäden relativ gut und deutlich hören, weil sie halt entsprechend abgestrahlt werden. Aber immer dann, wenn ich Industrieumgebung habe mit lauten Geräuschen, dann ist das mit dem Hören so eine Sache. Dann brauche ich meinen Sensor, mein Messsystem, was diese Geräusche direkt an der Maschine erfasst. Hier nochmal gut zu sehen, unsere Schwingung, meistens irgendwie eine Ableitung von einer sinusförmigen Schwingung, ist letztendlich als Vibration zu fühlen. Unsere Geräusche entstehen durch einzelne Stöße, Schläge, die dadurch entstehen, dass ein Wälzkörper durch so einen Schaden durchknallt. Und das ist vergleichbar mit einer Glocke, mit dem Anschlag vom Klöppel an der Glocke. Das heißt, wir haben hier eigentlich das, was wir akustisch wahrnehmen, genau auch wie bei der Glocke, der Glockenton, der hier beim Wälzlager natürlich nur ein kurzes, sehr kurzes Klingen ist,
Aber interessant ist auch die einzelnen Anschläge der Glocke mit dem Klöpper, was wir hier beim Wälzlager als höheres Klingen hören. Und das wird für unsere Messgeräte nachher bei der Signalanalyse nochmal sehr wichtig. Was wir bei der ganzen Sache nicht vergessen dürfen und worauf ich unbedingt nochmal hinweisen möchte, Achtung, wir reden über Wälzlager, wir reden über Kugellager, wir reden über Tonnenlager, über Rollenlager. Wir reden hier nicht über Gleitlager. Bei den Gleitlagern schwimmt die Welle förmlich im Schmierstoff und hat keinerlei Berührung mit dem Gehäuse, zumindest so lange, wie sie gut läuft. Bei unseren Gleitlagern haben wir andere Messsensoren, nämlich Wegsensoren, die den Abstand der Welle, der Wellenoberfläche von dem Gleitlager messen. Hier haben wir auch andere Messbereiche. In unserem Fall reden wir über Wälzlager. Wir messen nicht die Wellenbahn, sondern die Gehäuseschwingung, weil letztendlich die Welle mit dem Innenring vom Lager über die Wälzkörper und dem Außenring direkten Kontakt mit dem Gehäuse haben und dieser direkte Kontakt bei einem Schaden, beim Überrollen von dem Bitting auch direkt als Sensorsignal auf dem Sensor ankommt. Was wir hier sehen, sind die beiden typischen Messbereiche. Der Klassiker Schwingbeschleunigung, der irgendwo bei ein paar Hertz oder 1000 Hertz anfängt und je nach Messsystem generell bis 10 kHz gehen sollte, aber gern auch mal bis 20 oder mehr kHz. Und im Sonderfall von dieser Schwingbeschleunigung als Stoßimpuls. Bei der Stoßimpulsmessung werden die Schwingungen im Eigenfrequenzbereich des Sensors gemessen und der liegt hier bei unserem Sensor so um die 30, 36 kHz. Und das ist eigentlich der positive Effekt in dem Falle der Eigenfrequenz. Wenn die angeregt wird, dann gerät unser Sensor in Resonanz, ist also hochsensibel und kann bei der Stoßimpulsmessung in diesem Bereich sehr sensibel die Signale erfassen. Das als erste Übersicht, Stoßimpulsmessung als Sonderfall für die Schwingbeschleunigungskennwerte. Wie sieht es im praktischen Teil aus? Wir haben also unsere wiederkehrenden Stoßfolgen an der Maschine, an dem geschädigten Lager. Und aus diesen Stoßfolgen kann man im einfachsten Falle ein Kennwert bilden mit der typischen Ampelfunktion Grün-Gelb-Rot. Sobald die Warnung verletzt worden ist, die ersten Warnwerte gerissen worden sind, sollte man sich Gedanken machen über Aktionen, die hier folgen können. Spätestens, wenn der Alarmwert gekratzt wird, sollte man den Zeitpunkt für eine Reparatur festlegen. Wenn ich mir unsicher bin, wie das von der Wichtigkeit der Maschine zu verkraften ist, wie lange die Maschine vielleicht noch laufen müsste, könnte, sollte, dann hilft mir hier nur weiterzugehen in die Diagnosemessung, um weitere Informationen aus dem Wälzlagerspektrum im eigentlichen Wälzlager-Hüllkurvenspektrum zu bekommen. Das wäre die zweite Möglichkeit der Signalaufbereitung, über die wir uns dann im zweiten Teil unterhalten. Im ersten Teil bleiben wir mal beim Kennwert. Und irgendwo muss ja dieser Kennwert auf unser System, auf unser Messsystem und auf den Sensor kommen. Und dafür sehen wir uns als nächstes die Ankopplung an, weiterführend zur Bildung des Kennwerts. Wir hatten eingangs besprochen, wir wollen hier uns nicht die Schwinggeschwindigkeit ansehen, die letztendlich zur Vibration, zur fühlbaren Schwingung führt, sondern wir sehen uns die Schwingbeschleunigung an in Meter pro Sekundenquadrat, diese wiederkehrenden Stoßfolgen, die speziell vom Lager abgestrahlt werden. Und Sie sehen hier anhand der roten und blauen Darstellung, das Rote sind praktisch schon die Überrollung von einzelnen tieferen Bittings, die ganz klare Stöße und Schläge und damit ein gewisses Klingen mit der Eigenfrequenz der Lagerbauteile erzeugen. Wenn wir diese Stöße zusammenfassen und gleichrichten, dann können wir aus diesem Zeitsignal zwei Kennwerte bilden. Zum einen den quadratischen Mittelwert für die Schwingbeschleunigung, den RMS-Wert, und zum anderen aber auch einen Picoult gemittelten Spitzenwert, was bei der Beschleunigung vergleichbar wäre mit dem Null-Peak-Wert. Wir hatten ja eingangs gesprochen über zwei Messbereiche. Generell Schwingbeschleunigung, zum anderen aber auch als Sonderfall über den Stoßimpuls. Und auch im Stoßimpulsbereich gilt das Vorhergesagte.
Wir können auch für den Stoßimpuls den Mittelwert bilden, das in dem Fall als der Carpet bezeichnet wird, und zum anderen den Spitzenwert, der hier als Maxwert bezeichnet wird. Unterschied: bei der Schwingbeschleunigung messen wir im Allgemeinen bis 10 oder 20 kHz. Beim Stoßimpuls sind wir bei über 30 kHz. Letztendlich kommt es zur Auswertung. Für die Lagerkennwertmeldung der Schwingbeschleunigung haben wir hier mal die ISO 13373 angeführt. Wir haben eine relativ einfache, klare Übersicht, wo wir vergleichen den RMS-Wert in Meter pro Sekundenquadrat mit dem zugehörigen Null-Peak-Wert des jeweiligen Lagersignals und sehen in etwa so ein Verhältnis von 1 zu 10 RMS zu Null-Peak. Nur die Grenze von grün-gelb zu rot. Und 0,3 Meter pro Sekundenquadrat RMS zu 3 Meter pro Sekundenquadrat Null Peak oder von 10 Meter pro Sekundenquadrat zu 100 Meter pro Sekundenquadrat Null Peak. Und Vorsicht, wenn wir hier bei 100 Meter pro Sekundenquadrat RMS sprechen, und dann sind wir allerdings auch schon bei 100 Meter pro Sekundenquadrat im Alarm. Bei diesen Werten sollte man sich allerdings genauer mal anschauen, bei welchen Drehzahlen und bei welchen Durchmessern wir hier reden. Ganz wichtig, um gerade die Wälzlagersignale sicher auf den Sensor zu bekommen, ist natürlich die Ankopplung, der Kontakt der Messstelle mit unserem Sensor. Eine schlechte, zu weit entfernte Messposition bedeutet ganz einfach, dass wir hier Intensität vom Signal verlieren und damit eine Lagerdiagnose einfach erschweren. Als zweites Sonderfall zu unserer Schwingbeschleunigungsmessung möchte ich noch mal kurz die Stoßimpulsmessung erwähnen. Wir hatten ja gerade gesehen, es gibt für die Schwingbeschleunigung bestimmte Übersichten, um zu definieren, wo ist das Lager noch als gut zu bewerten, ab welchem Punkt ist es als schlecht zu bewerten. Das geht natürlich auch mit der Stoßimpulsmessung. Hintergrund hier besteht allerdings darin, dass wir als erstes eine Normierung durchführen. Das heißt, wir berücksichtigen den Durchmesser der Welle und wir berücksichtigen die Drehzahl der Welle, um die Lager vergleichbar zu machen. Und wenn wir diese erste Normierung durchgeführt haben, dann hängt es eigentlich nur noch von der Signalankopplungsqualität ab, um damit sagen zu können, wenn wir hier wirklich im guten Bereich der Signalankopplung sind, gibt es eine bestimmte Übersicht in Form von Ampelfunktion, grün, gelb, rot, bis wie viel Dezibel unser Wälzlagersignal in Ordnung ist, ab wann wir sagen, Achtung, hier ist irgendwas los, und definitiv, ab wann man sagen kann, oh, hier ist Alarm, hier ist definitiv Gefahrenverzug. Das ist bei der Stoßimpulsmessung aufgrund der Warnung und Alarmpegel sehr einfach nachzuvollziehen. Wenn ich mir die Mühe mache, die Signalankopplung, Durchmesser und Drehzahl der Welle zu berücksichtigen. Details dazu natürlich in jedem Prüftechnikseminar oder bei Anfrage direkt bei uns nochmal. Generell sind beide Methoden möglich und wir werden uns nachher auch nochmal anschauen, bei welchen Messungen die eine und bei welchen Messungen die andere vielleicht ein bisschen sinnvoller ist. Wir haben über die Signalankopplung gesprochen. Hier wäre es nochmal ganz wichtig, zu prüfen, wie komme ich zu meinem Signal. Ja, und hier ist ganz klar definiert, wenn ich einfach so eine Tastspitze aufschraube, eine punktförmige Berührung meines Sensors an der Maschine habe, dann werde ich gerade von den Stoßimpulsen nicht sehr viel erwischen. Ähnlich ist es leider auch mit dem Magneten. Der ist zwar deutlich besser als diese punktförmige Berührung, aber auch der Magnet dämpft mir einiges an Signalen weg. Sprich, für die Wälzlagerdiagnose mit Magneten als Sensorankopplung wird beim Stoßimpuls allgemein faustformelmäßig 10 bis 15 dB auf den Messwert draufgelegt. Aber Vorsicht, wenn ich eine starke Dämpfung habe und ich gleiche die nur durch eine künstliche Signalerhöhung aus, kann es natürlich durchaus sein, dass mir bestimmte Änderungen durch die Lappen gehen. Deshalb optimal Sensor mit einem Adapter an der Maschine angeschraubt oder wie auf der Folgeseite Sensor direkt angeschraubt. Technik verschiedene Klebeadapter, die dann mit einem steifen
zwei Komponenten Kunststoffkleber angeklebt werden sollten, damit hier keine Dämpfungserscheinungen auftreten. Die zweite Variante ist eigentlich Bohrung von dem Sackloch. Das Sackloch aufsenken mit 90-Grad-Senker und dann im M8-Gewinde einschrauben. Die M5-Geschichte hier ist eigentlich nur die Ausnahme. Normalerweise festmontierte Sensoren und Adapter haben dann immer ein M8-Gewinde. Und zur Vollständigkeit halber, ja, es gibt auch spezielle Sensorvorbereitungen oder Messstellenvorbereitungen, die zum einen mit den kodierten Messstellen vorgesehen werden können, wo ich dann 100% Signalübertragung habe. Ich kann bestimmte Sensoren fest an der Maschine, gerade für die Online-Systeme anschließen, ob nun mit einem M8-Gewinde geschraubt oder geklebt. Und hier nochmal Vorsicht, die ganzen Tastsonden sind durchaus mit Vorsicht zu genießen, ähnlich wie die Magneten, die qualitativ hier einiges besser sind als die einfache Tastsonde, aber auch hier nicht sämtliche Signale durchleiten, sondern immer etwas mit wegdämpfen. Das hängt im Detail wirklich von der Größe der Wellendurchmesser ab, das hängt von der Drehzahl der Maschinen ab, ob ich hier mit einer Magnetankopplung noch zum brauchbaren Ergebnis kommen kann oder nicht. Was sollte ich mir als nächstes anschauen? Wenn ich schon weiß, mit welcher Ankopplung ich an welcher Stelle an die Maschine gehe, wo muss ich überhaupt hin? Generell gelten die Faustformeln, Messrichtung sollte immer zum Lastgebiet hinzeigen. Das wird nachher bei der Signalanalyse nochmal intensiver. Das heißt, wenn ich irgendwo mein Wälzlager an der Maschine eingebaut habe, dann sollte die Richtung natürlich auch immer zum Wälzlager hinzeigen. Und was hier mal dargestellt ist in der Lupe, jede Bauteiltrennung verringert mir natürlich den Signalübergang. Das heißt, immer versuchen, möglichst an das Bauteil anzusetzen, was direkt den Außenring des Lagers betrifft, bei einer feststehenden Außenteil und andersrum feststehenden Welle und einem rotierenden Außenteil, sollte ich natürlich versuchen, auf die Welle zu kommen, wo der Innenring fest drauf sitzt. Wir sehen es hier vorne an dem Lagerdeckel, das wäre nicht der optimale Punkt und hier nach der Bauteiltrennung ebenfalls nicht. Die zweite Sache mit dem Stichwort nicht um die Ecke messen. Wenn es kompliziertere Maschinenaufbau von Gehäuse gibt, gerade Getriebegehäuse und ähnliche Sachen, dann sollte ich mir durchaus die Mühe machen, die Geometrie genauer anzuschauen, um zu erwischen, dass ich hier an dem Teil messe, wo mein Signal direkt abgestrahlt wird und nicht so weit entfernt davon, weil ich denke, hier sitzt zwar das Lager, aber hier ist eine entsprechende Sicke und eine Führung von einer leeren Kammer, die mir dann das Signal auch schlechter machen würde. Kürzester möglicher Übertragungsweg heißt einfach wirklich so nah wie möglich am Lager messen, nicht so weit entfernt. Und wir haben hier rechts nochmal dargestellt das Stehlagergehäuse. Als Faustformel merken Sie sich einfach die bequeme Messstelle von oben. Das ist leider fast immer die falsche. Im Stehlagergehäuse sollte man fast immer versuchen, in den unteren Teil seitlich zu messen. Das sehen wir uns gleich nochmal in der Praxis an, besonders bei der Signalanalyse, warum das hier im unteren Teil sein sollte und nicht im oberen. Ja, haben wir unsere Kennwerte dann letztendlich als Signale auf dem Messgerät und in der Datenbank, dann kommt es zum Kennwerttrend. Ich habe hier zwei Beispiele nebeneinander gestellt, wo wir zum einen ein klassisches Wälzlagersignal haben, was online gemessen worden ist von der ersten deutlichen Ausreißer, der sowohl Warnung und Alarm gleich gekratzt hatte, bis hin zum tatsächlichen großen Schaden des Lagers, vergehen durchaus mal 90 Tage. Das heißt, wir haben eigentlich so bei vielen Fällen durchaus 3 Monate Zeit. Das bedingt aber auch eine Schlussfolgerung hinsichtlich Messintervall. Das heißt, klar, wenn ich alle 3 Monate messen gehe, dann kann ich einmal im grünen Bereich messen. Wenn ich kurz davor hier messen bin, bin ich das nächste Mal schon kurz vorm Knall. Es ist also besser, relativ kürzere Zeitintervalle zu wählen. Unsere Empfehlung 4 bis 8 Wochen. Natürlich kann das jeder nach seinem Gutdünken machen. Es gibt durchaus auch Lagerschäden, die sich noch in längeren Zeiträumen entwickeln. Aber es gibt auch den Fall, dass sich Sachen sehr schnell eskalieren. Und das wäre hier mal der Fall gewesen, wo wir eine schadhafte Wälzlagerabdeckung hatten, wo Sand, Dreck
Verschmutzung in das Lager direkt reingekommen sind und dieser Schaden hier natürlich innerhalb von wenigen Tagen eskaliert. Das kann zum Teil auch mal um Stunden gehen. Hier sind wir allerdings ganz klar in dem Bereich, wo wir unterscheiden müssen. Das kann ich mit dem Handmessgerät relativ gut und sicher erwischen. Solche kurzfristig eskalierenden Schäden kriege ich eigentlich nur mit dem Online-System überwacht. Sprich, ein System, was mir die Messdaten wenigstens alle paar Minuten, optimal vielleicht sogar alle paar Sekunden auf dem System online oder auf das SPS liefert, wo ich automatisch dann sehen kann, Achtung, innerhalb von so und so vielen Zeiteinheiten ist von Warnung über Alarm sämtliche Grenzen gekratzt. Hier muss sehr schnell was getan werden. Ja, so viel zu den Kennwerten. Im zweiten Teil ist natürlich die Frage, wenn ich wissen will, welches Bauteil ist geschädigt, welches Bauteil und damit wie groß ist das Potenzial der Schädigung, komme ich um die Signalanalyse nicht drum herum. Hier mal an einem Beispiel dargestellt, Trendanstieg unserer Schwingbeschleunigungskennwerte, RMS und Null Peak. Beide marschieren hier deutlich nach oben, obwohl die Maschine nicht konstant läuft, sondern ständig noch mal ausgesetzt ist, mal stärker. Sowohl Drehzahl als auch Drehmoment ganz starke Schwankungen haben. Aber letztendlich ist hier über die Zeit zu erkennen, okay, unsere Schwingbeschleunigungskennwerte gehen immer weiter nach oben. Hier ist natürlich auch die Signalanalyse mit erfolgt. Und hier kann ich aufgrund der Welslager-Hüllkurvenspektren sehr gut erkennen, okay, hier war der ganze Bereich noch in Anführungsstrichen grün. Und hier läuft es dann letztendlich deutlich steil nach oben. Wir sehen hier bestimmte Überrollfrequenzen, die uns auf bestimmte Schäden hinweisen. Ja, für die alten Hasen unter den Zuhörern, dieser Schaden, dieses schadhafte Lager gehört eigentlich nicht direkt zu diesen Wasserfalldarstellungen. Aber genau deshalb werden hier diese Signalanalysen gemacht, um dann auch zu erkennen, okay, wo liegt das Problem auf meinem Lager? Und wie wir dazu kommen, dass zeige ich Ihnen jetzt. Und um das zu erläutern, sollten wir uns noch mal kurz über die Kräfte am Lager unterhalten. Wir gehen hier mal von einer liegenden Welle aus, die mit zwei Lagern auf ihrer Position gehalten wird. Das heißt, die Welle sitzt direkt im Innenring und drückt den Innenring des Lagers in die Welskörper nach unten in den Außenring. Und genauso wie das hier mit den roten Pünktchen dargestellt ist, wird die Welle tatsächlich der Innenring immer nur von wenigen Welskörpern gehalten und getragen, die letztendlich den Innenring nach außen auf dem Außenring abstützen. Warum ist das so? Wir sehen hier oben die Bezeichnung Lagerluft. Es muss zwangsläufig jedes Lager ein gewisses Spiel haben, damit die einzelnen Bauteile, Innenring, Außenring, Welskörper, auch genügend Platz haben, um sich bei Temperaturänderungen ein bisschen auszudehnen. Und die ganze Sache dann nicht sofort anfängt zu klemmen und zu zwängen. Deshalb gibt es hier eine gewisse Lagerluft, die bewirkt oder bewirken würde im Stillstand des Lagers, dass die Welskörper hier auf dem Innenring aufliegen und der Platz nach oben ist. Bei Rotation der Welle von 1000 Umdrehungen, 1500 oder knapp 3000 liegen natürlich durch die Fliehkraft beim Umlauf die Welskörper außen am Außenring an. Wie funktioniert es? Unsere Welle dreht hier in dem Beispiel rechts rum. Das heißt, hier unten sind die Welskörper eingeklemmt zwischen Innenring und Außenring. Innenring rotiert mit der Welle mit 1500 Umdrehungen zum Beispiel. Und genau da müssen die Welskörper abrollen und den Innenring auf dem Außenring tragen. So, jetzt kommen die Welskörper hier aus dem eingeklemmten Bereich langsam raus. Die werden also nicht mehr eingeklemmt, werden nicht mehr komplett angetrieben. Würden von ihrer Rotation her immer langsamer werden und bequem wie die sind, am liebsten alle hier unten liegen bleiben. Da kommt der Käfig ins Spiel und schiebt die zwangsläufig weiter um den gesamten Bereich rundherum. Und erst hier, bei dem Bereich, wo die Welle nach unten dreht, ungefähr so auf 4.30 Uhr Position, werden die Welskörper zwischen Innenringen und Außenringen wieder eingeklemmt. Und das ist auch der Punkt, wo Sie sich gerne mal so ein bisschen an den Käfig reiben. Das wäre eigentlich der optimale Punkt, wo dieser sogenannte Abbremsimpuls, Beschleunigungsimpuls, da kann man sich streiten, wie man es nennen will,
Aber hier auf dieser 4:30 Position, das wäre die optimale Messrichtung, um so viel wie möglich Informationen zu den Überrollfrequenzen des Lagers herauszufinden. Deshalb wird eine optimale Messposition nicht oben drauf auf dem Lager sein, weil dort haben wir die Lagerluft und ein gedachter Schaden an dem Innenring oder Außenring müsste sich als Signal hier oben auf dem Sensor erst melden, wenn er praktisch von hier nach unten raus um die Seite um den Stehlagergehäusebauteil durch und bis hier oben nach wieder raus melden würde. Das heißt, hier haben wir die optimale kürzesten Signalweg, wenn wir so auf 4:30 messen. Das deckt sich leider nicht ganz mit den Schwinggeschwindigkeitsmessungen nach ISO-Norm. Die wären eigentlich einmal horizontal und einmal vertikal. Hier muss man einen Kompromiss machen und könnte sicherlich sagen, ich messe alternativ horizontal im unteren Bereich in diesen Lastbereich rein. Und genau das sehen wir hier auch bei unserem Motor. Hier mal verschiedene Sensorpositionen durchgestrichen, wobei rein für die Wälzlagerdiagnose durchaus auch so eine schräge Anordnung sein kann. Sinnvoll ist, dieses Bauteil sitzt direkt, ist der Lagerträger vom vorderen Wälzlager und damit wird das Signal hier direkt auf den Sensor abgestrahlt. Ja, horizontal angeordnete in axialer Richtung wäre sicherlich als zweites ebenfalls denkbar, wobei der dummerweise hier in dem Lagerdeckel sitzt und damit wieder eine zusätzliche Bauteiltrennung hat. Hier rechts dargestellt die optimale Messposition an einem Motor auf so ungefähr 4:30 Uhr. Und hier unten sehen wir nochmal das Stehlagergehäuse. Nochmal als Info, die bequeme Messstelle von oben ist auch hier leider nicht die optimale, sondern die optimale sollte im unteren Bereich des Stehlagergehäuses seitlich in diesen Lastbereich reinziehen. Ja, das ist natürlich die Theorie. In der Praxis wird es immer wieder vorkommen, dass Sie an einer anderen Stelle gar nicht rankommen, dass Sie zwangsläufig von oben messen müssen, dass Sie zwangsläufig auch mal so eine ungünstige Position nehmen müssen. Dann müssen Sie sich aber im Klaren darüber sein, dass Sie eben das Signal nicht unbedingt bei der ersten Entstehung erwischen, sondern durchaus auch erst dann, wenn es schon etwas größer ist. Und das muss man dann abschätzen, inwiefern das noch sinnvoll ist oder nicht. So, wenn wir unsere optimale Messposition haben, dann geht es weiter. Wie kommen wir eigentlich zu den Signalen? Wie kommen wir zu den Überrollfrequenzen? Und rein von der Geometrie ist es bei unseren Maschinen, bei unseren Wälzlagern so, dass ich natürlich einen gedachten Außenringschaden bei einer bestimmten Drehzahl der Welle, bei einer bestimmten Anzahl von Wälzkörpern mit einer bestimmten Wiederholfrequenz überrollt haben werde. Und das gewissermaßen, wenn ich das Lager jetzt mit unserem Glöckchen wieder vergleiche, der Klöppel hier als Wälzkörper regelmäßig kling, 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 kling macht und diese Wiederholfrequenz auf dem Außenring natürlich eine andere ist als die Wiederholfrequenz, die im Innenringschaden überrollt und auch wieder eine andere als die, die mein Wälzkörper abstrahlen würde. Das heißt, wir haben hier drei typische Bauteile, Außenring, Innenring, Wälzkörper, die wiedergeholte Frequenzen, Überrollfrequenzen haben. Achtung, diese Frequenzen sollten wir nicht immer gleich als Schadfrequenzen bezeichnen. Ja, der Schaden tritt zwar dann auch mit diesen Überrollfrequenzen auf, aber bei einer sehr sicheren, guten Signalankopplung kann ich eine einfache Überrollfrequenz sogar beim neuen Lager messen, ohne dass das gleich auf den Schaden hinweisen muss. An diesem Beispiel betrachtet ein SKF-Lager 6211 als Kugellager mit knapp 3000 Umdrehungen. Hier würden wir unseren Außenringschaden mit einer Wiederholfrequenz von 203 Hertz überrollt bekommen. Der Innenringschaden dagegen würde eine Wiederholfrequenz bringen von 295, also fast 300 Hertz. Und unser Wälzkörper, der sich hier abwechselnd mal innen und mal außen am Außenring melden würde, hätte eine Überrollfrequenz von 261 Hertz. Abschließend unser Käfig. Wir hatten ja gesagt, der Käfig wird eigentlich nur von den Wälzkörpern vorwärts geschoben und ist das Bauteil, was am allerlangsamsten umläuft. Unsere Käfigfrequenz
wäre in dem Falle mit 20 Hertz, also deutlich unterhalb auch der Drehfrequenz. Nochmal kurz überschlagen, knapp 3000 Umdrehungen heißt, unsere Welle und unser Innenring rotieren mit knapp 50 Hertz. Unsere Käfigfrequenz wäre deutlich unter der Hälfte, nur mit 20 Hertz, also das Bauteil, das deutlich am langsamsten umläuft. Wenn ich diese Überrollfrequenzen vom Hersteller nicht bekomme, in meiner Datenbank nicht habe, dann kann ich mir das Ganze natürlich auch selber errechnen. Was ich dazu brauche, ist entweder ein Wälzlager, bei dem ich messen kann, und zwar den Berührungswinkel, den Teilkreisdurchmesser, der hier mal gekennzeichnet wäre durch die Punkte auf den Wälzkörpern. Das wäre letztendlich der Teilkreisdurchmesser meines Lagers, durch den Wälzkörperdurchmesser, Anzahl der Wälzkörper und natürlich ganz wichtig Drehzahl der Welle. Je höher die Drehzahl der Welle ist, desto höher wird natürlich auch die Überrollfrequenz. Hier die Zusammenstellung der einzelnen Frequenzen und der Formel, wie das berechnet werden kann. In unserem Softwareprogramm Omnisend, Omnisend Center, können Sie natürlich auch die Geometrien eingeben und sich damit die Überrollfrequenzen automatisch ermitteln lassen. Jetzt haben wir die Überrollfrequenzen, wie sie theoretisch sein sollten. Jetzt kommt es darauf an, wie kommen wir tatsächlich zu diesen Überrollfrequenzen. Und wir fangen wieder an mit unserer regelmäßigen Stoßfolge. Auch wenn ich es schon mehrfach gesagt habe, unser, aus dem Fall mal Beispiel Außenringschaden, Wälzkörper, knallt jeder Wälzkörper pro Umdrehung so und so oft durch unseren Schaden, erzeugt wie der Glockenschlag jedes Mal einen Stoß. Und was wir hier sehen an diesen Stößen, das sind nicht einfach nur Nadeln, das sind eigentlich kurze Schläge, die dann ein kurzes Ausklingen, wie so ein Abklingen von der Eigenfrequenz jedes Mal haben. Und das ist jedes Mal unser Glockenton, in dem Falle natürlich unser Wälzlager, Außenring oder Wälzkörperton, der hier erscheint. Und was uns interessiert, ist gar nicht der Ton, mit dem der klingt, sondern diese Wiederholfrequenz von Schlag zu Schlag, von Stoß zu Stoß. Deshalb schauen wir uns in unserer sogenannten Stoßfolge die Signale an, die Pegel, die Stärke der Signale. Und im blauen Zustand hätten wir jetzt eine relativ gute Laufbahn von dem Lager, die mit den roten Signalen jetzt von einem relativ tiefen Fittings überlagert würde. Und das Gleiche sehen wir uns hier im Spektrum, im Frequenzspektrum der Schwingbeschleunigung an. Wenn diese blauen Linien nur vorhanden sind, haben wir halt hier relativ niedrige Signalpegel, hier bei 0,1 Meter pro Sekundenquadrat, relativ niedrig, wobei die beginnenden Stöße im Vergleich zu den 0,1 zwar den dreifachen, vierfachen Wert liefern, aber insgesamt immer noch relativ niedrig sind. Aber hier ist sehr gut zu erkennen, Achtung, da tut sich was. Allerdings sind hier nicht einzelne diskrete Frequenzen, sondern wir sehen im Spektrum, Mensch, die Gebirge werden immer größer. Und das ist auch die typische Information aus dem Beschleunigungsspektrum, die mir sagt, hier gibt es wahrscheinlich Geräusche, wahrscheinlich Wälzlagerschäden, die immer intensiver werden. Das ist aber noch nicht das, was mir genau sagt, welches Bauteil jetzt das Problem hat. Und um das zu ermitteln, muss ich mich weiter um die Stoßfolge kümmern und nicht so sehr um das Anregungsgebiet. Das Einzige, was ich aus dem Spektrum brauche, ich kann hier schon mal reinschauen, da, aha, in dem Bereich von 8000 bis 15.000, 16.000 habe ich die deutlichsten Änderungen der Gebirge. Das wäre vielleicht ein interessanter Messbereich, um dort nach diesen roten Pieksen zu schauen, die sich hier als Wälzlagersignale verdeutlichen. Und genau das mache ich dann letztendlich in der Wälzlager-Höhekurvenmessung. Ich schaue als erstes, wo meine Bandpassfilterung, in welchem Messbereich ich wirklich suche. Dort sehe ich dann meine entsprechend gefilterten, wiederholten Stöße, meine Stoßfolge. Und genau diese Stoßfolgen werden gleichgerichtet im Messsystem, damit ich dann wieder diese gleichgerichteten Stoßfolgen habe. Allerdings aus dieser Stoßfolge bilden wir jetzt nicht den Kennwert RMS und Null Peak oder Carpet und Teppich, sondern über diese Stoßfolge legen wir hier unsere Höhekurve und erst dann machen wir die Fourier-Transformation und aus dieser Höhekurve des Zeitsignals
bilden wir letztendlich unser Hüllkurvenspektrum. Und dieses Hüllkurvenspektrum der Schwingbeschleunigung gibt uns letztendlich für unser Salzlagersignal die meisten Informationen, welches Bauteil betroffen ist, weil diese Stoßfolgefrequenz entspricht der Überrollfrequenz des jeweiligen Bauteils. Praxis: Wir sehen für einen Außenringschaden hier ein Frequenzspektrum mit der typischen Überrollfrequenz des Außenrings. Und sobald dieser Pegel höher wird, sobald der harmonische Vielfache bekommt, ist das definitiv ein Hinweis auf einen sich entwickelnden Schaden. So, nun gibt es natürlich in unserem Lager noch andere Bauteile als den Außenring. Und um die besser zu erklären, müssen wir noch mal ganz kurz Hausaufgaben machen. Und zwar zur Frequenzbezeichnung. Es gibt, so wie ich es hier schon angedeutet hatte, die sogenannten harmonischen Vielfachen. Das sind die Signale, die die doppelte, dreifache, vierfache Frequenz unseres Hauptsignals haben. Und die entstehen laut Definition durch Deformation einer sinusförmigen Grundschwingung. Unsere Grundschwingung ist also unsere Salzlager-Außenring-Überrollfrequenz. Und wenn diese Überfrequenz deformiert wird, sprich der Schaden größer wird, unser Signal von einem klassischen Sinussignal letztendlich in ein Rechtecksignal übergeht, bilden sich diese harmonischen. Und dann kann ich definitiv sagen, jawohl, der Schaden wird größer. Dadurch, dass das Signal selbst höher wird, aber auch durch diese harmonischen. Zum Teil machen wir es so, dass wir sagen, ja, wir haben die Überrollfrequenzen definiert, aber erst wenn entsprechend harmonische auftauchen, setzen wir das als Kriterium für eine Warnung, für einen Alarm, weil erst dann ist deutlich, dass sich hier was tut. Zweite Sache natürlich, von Pegel höher kann ich hier sagen, ab einem bestimmten Signalpegel sollte ich hier eine Warnung aussprechen, aber das geht fast noch einfacher durch die harmonischen. Um das zu definieren. Punkt 2, außer den harmonischen gibt es noch Seitenbänder, sogenannte Seitenbandfamilien. Das heißt, von meiner Hauptfrequenz, die wir hier oben haben, oder wird als Mittenfrequenz bezeichnet, gibt es nach beiden Richtungen Parallelen, die immer mit einem bestimmten Abstand wieder auftauchen. Diese Seitenbänder entstehen durch Modulation, durch Amplitudenmodulation der Mittenfrequenz. Einfacher ausgedrückt, mein Signal, mein Außenring-Schadenssignal dürfte hier, um Seitenbänder zu bekommen, nicht mehr konstant sein, sondern das müsste schwanken. Modulation, das Signal schwankt, ist nicht vom Pegel immer gleich stark, sondern ist mal laut und mal leiser. Und diese Schwankung des Signals definiert den Abstand vom Seitenband. Und wenn Sie sich das merken, haben Sie schon einen recht großen Teil der ganzen Frequenzanalyse sich gesichert, weil Seitenbänder entstehen immer dann, wenn das Hauptsignal schwankt. Und der Seitenbandabstand sagt mir, mit welcher Frequenz das Signal schwankt. Und mit diesem Wissen schauen wir uns mal den Innenring an. Der Innenringschaden wird da auf unserem Sensor also nicht immer von der gleichen Stelle abgestrahlt, sondern der Innenring läuft um. Wenn unser Sensor auf der optimalen 4:30 Uhr Position sitzt, dann ist das Innenring-Schadenssignal mal weit weg, mal direkt am Innenring und dann wieder weiter weg und dann wieder ganz weit weg. Das heißt, unser Innenring-Signal schwankt, und zwar mit der Drehzahl der Welle. Und das setzt uns in die gute Situation, dass wir sagen können, okay, wenn ich also ein Signal habe, was Seitenbänder hat für ein Salzlagerproblem, dann muss das ein Bauteil sein, was umläuft. Ich gehe nochmal zurück, dann kann das eigentlich nicht ein feststehendes Bauteil sein wie der Außenring, sondern dann käme für das Signal mit den Seitenbändern noch der Innenring in Frage. Und genau genommen, ja, die Salzkörper marschieren hier und rum. Hier nochmal ein kurzer Ausflug in die Praxis. Auch mit einem relativ einfachen Handmessgerät, den Original-WIP-Scanner, gemessen. Salzlagerspektrum. Was können wir hier erkennen? Wir haben so eine Familie von Signalen. Und wenn wir hier mal auf den harmonischen Cursor gehen und sagen, okay, die gehören irgendwo alle zusammen. Aber wir haben hier auch so eine Seitenbänder
Mit dem Delta-Cursor gucke ich mal eins nach rechts. Aha, vom Hauptsignal bin ich hier 6,25 Abstand. Nach links auch 6,25. 2 nach rechts 12,5. Das passt, das ist mit Sicherheit ein Seitenband. Nun haben wir hier eine Maschinendrehzahl von 980 Umdrehungen. Also knapp 1000 irgendwas um die 16, unterhalb von 16 Hertz als Maschinendrehzahl, als Innenringdrehzahl. Und damit schaltet unser 6,3 Hertz aus als Seitenbandabstand. Es kann also hier nicht unser Innenringschaden sein, weil der Innenring läuft ja mit der Drehfrequenz um. Und das setzt uns in die glückliche Lage, ohne die genaue Definition vom Lager überhaupt zu wissen, dass wir hier schon mal sagen können, okay, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Problem vom Wälzkörper. Und wenn wir uns das dann ganz genau anschauen und hier vorne auf die erste Frequenz klicken, dann finden wir diese dann finden wir diese 6,25 auch hier vorne nochmal als Einzelfrequenz. Und das ist genau die Frequenz, die Umlauffrequenz unseres Käfigs. Das heißt, hier spielt der Käfig mit den Wälzlagern, mit den Wälzkörpern zusammen und meldet sich hier relativ deutlich. Wir haben hier ein Problem, was mit den Wälzkörpern zusammenhängt. So viel zum Ausflug in die Praxis, zum Thema Innenringschaden. Das Ganze natürlich deutlich intensiver und auch besser in einem entsprechenden Seminar mit mehr Zeit. Hier nochmal eine Besonderheit zu unserem Wälzkörperschaden, den wir ja gerade im Praxisfall hatten. Immer dann, wenn wir Kugellager haben, besteht die Gefahr, dass sich die Kugel aus dem Lastbereich rausdreht und ich im Zeitsignal dann eine gewisse Zeit lang überhaupt keinen Schaden mehr gemessen bekomme. Erst wenn sich der Wälzlagerschaden wieder in den Lastbereich reindreht, messe ich deutliche Signale. Das ist so eine Gemeinheit für ein Kugellager, wo sich die Kugelschäden auch mal rausdrehen können. Nächste Besonderheit, harter Lauf. Wenn ein Lager zu heiß ist, wenn ein Lager falsch dimensioniert ist, sprich hart läuft, weil die Temperaturen zu hoch sind, weil die Bauteile zu wenig Möglichkeit haben, sich auszugleichen, zu wenig Spiel, dann finden Sie im Frequenzsignal die Wälzkörper allerdings ohne Seitenbänder. Zusammengefasst, für die Signalanalyse als erstes sollte man sich je nach Drehzahl der Maschine auf bestimmte Anregungsgebiete einigen. Im Allgemeinen wird das je nach Messtechnik bis 10 kHz sein, bei schneller laufenden Maschinen durchaus auch mal bis 15, 20, 25 kHz. Und das hängt natürlich auch von den Messgeräten selber ab, die ich hier nutze. Wenn ich ein Gerät habe, was nur bis 10 kHz messen kann, dann muss ich mich hier natürlich einschränken. Die dritte Sache, nochmal Hinweis auf die Stoßimpulsmessung, auf den Messbereich im Resonanzbereich vom Sensor. Das ist eine Sache, die je nach Firma mehr oder weniger beliebt ist. Hier habe ich allerdings sehr große Vorteile, dass ich sagen kann, wenn ich das nutzen kann, dass ich versuche, bestimmte elektrische Probleme, gerade auch durch Einstreuung von Frequenzumrichtern, auszublenden und somit den Messbereich relativ sauber zu kriegen von diesen Störsignalen. Thema elektrische Probleme. Hier mal ein Beispiel, Rotorproblem, Stabbruch oder angerissene Verbindung, Stab zur Stabverbindung. Dann kriege ich durchaus Frequenzen, die hier mal bei 1500, 2000 mehr Hertz liegen. Das ist eindeutig in dem Messbereich, wo auch unsere Wälzlagesignale landen. Und dort gibt es durchaus mal das Problem, dass solche Startprobleme dann mit Wälzlagerschäden verwechselt werden können. Und zum Abschluss
hier nochmal zusammenfassend, die Messregeln für die Welslager-Diagnose, die stammen zwar eigentlich aus den Kennwerten, sind aber für beide Sachen nahezu identisch. Wenn ich der Reihe nach durchgehe, sollten wir als erstes darauf achten, wo ich meinen Sensor für die Welslager-Diagnose überhaupt ansetze. Sprich, optimal im Lastgebiet, deshalb hier unser Stehlagergehäuse nochmal mit dem Hinweis, bitte im unteren Bereich in das Lastgebiet reinziehen. Zweitens, steife, reproduzierbare Ankopplung. Das heißt, wenn ich meinen Sensor hier mal dran halte und mal hier dran halte und jedes Mal andere Messwerte bekomme, dann hat das mit Reproduzierbarkeit nicht viel zu tun. Optimal wäre schon eine genaue Definition und dann auch optimal die Ankopplung geschraubt oder mit einer sehr guten Tastsonde oder einem geklebten Adapter. Für die Kennwerte bleibt mir letztendlich nur eine relative Trendmessung. Das heißt, ich muss die Messwerte entweder mit einer Schwestermaschine oder mit einer Schwestermessstelle vergleichen, wenn ich keine Vorgaben aus einer Norm oder einer ISO habe. Für die Signalanalyse sollte ich natürlich die Maschinendaten kennen, um entsprechend zuordnen zu können, welches Bauteil wo bestätigt ist. Und Punkt 4, wir messen für die Welslager immer ein hochfrequentes Körperschallsignal. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Der klassische Bereich wäre die Schwingbeschleunigung, irgendwo mindestens bis 10 kHz, aber gern auch mal bis 20 oder mehr kHz. Sonderfall davon wäre die Messung im Resonanzbereich des Sensors, also die Stoßimpulsmessung. Was ist hierbei zu beachten? Gerade in diesem Bereich Beschleunigung, Stoßimpuls. Für Schnellläufer ab 1000 Umdrehungen ist sicherlich auch Stoßimpuls, auch das Messen generell im 36 kHz-Bereich sinnvoll. Für alles, was unter 600 Umdrehungen ist, würden wir das generell überhaupt nicht empfehlen, weil dann oft gar keine Signale in dem Bereich abgegeben werden. Wenn ich mir Welslager betrachte, dann sollte ich dabei immer berücksichtigen, wie ist eigentlich der wirkliche Wellendurchmesser der Messstelle, wie ist die Drehzahl der Messstelle, um eine gewisse Normierung bei der Stoßimpulsmessung, aber auch bei der Schwingbeschleunigungsmessung zu berücksichtigen, wie laut ist das Lager überhaupt. Zum anderen, um reproduzierbare Messbedingungen zu erhalten, muss ich unbedingt die Last, sprich die Leistung der Maschine, den Lastbereich berücksichtigen. Und wie ist der Schmierungszustand? Wenn ich mal an dem geschmierten und mal an dem ungeschmierten Messlager messe, werde ich sicherlich sehr unterschiedliche Signalwege bekommen. Was eigentlich alle Messmethoden berücksichtigen, ist das Herausfiltern von Störungen. Ich hatte es auf den letzten Folien nochmal gezeigt, gerade elektrische Probleme, Frequenzumrichtersignale haben schon die Angewohnheit, uns hier unsere Pegelsignale zu verderben. Deshalb sollten die in irgendeiner Form berücksichtigt und optimal herausgefiltert werden. Und was wir bisher noch nicht besprochen haben, Achtung, es gibt durchaus unterschiedliche Lagerbauformen, sprich Kugel- und Rollenlager. Und unser Kugellager hatte auf dem, vergleichbar mit dem Rad auf der Straße eher so die Fahrradbauform, während unser Rollenlager der Breitreifen ist. Und bei entsprechend gleich großem Schlagloch wird der Breitreifen nur ein leises Blub machen und unser Fahrradreifen einen sehr deutlichen Schlag erkennbar machen. Und das äußert sich natürlich letztendlich bei unseren Messgeräten und bei unserer Datenbank auch im Kennwerttrend. Das heißt, ein Pegelanstieg ist beim Rollenlager im ersten Moment deutlich niedriger als beim Kugellager. Soweit von meiner Seite hier die Informationen für Sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zeit für Fragen. Der Florian wird sich sicherlich nochmal melden. Genau, Sigmar, vielen Dank erstmal. Fragen haben wir jetzt keine reinbekommen. Deswegen würde ich sagen, wir schließen das Ganze zu dem Zeitpunkt ab. Also wir hoffen jetzt erstmal, das ist an alle gerichtet, dass wir mit unseren Webinaren Ihr Interesse daran geweckt haben, sich vertieft mit den verschiedenen Thematiken zu beschäftigen. Und ich möchte Sie in dem Zusammenhang nochmal auf unsere Webinare und auch unsere Seminare vor Ort hinweisen, auf unserer Homepage. Wie gesagt, wenn Sie auch wieder reisen können und wollen, gibt es auch die Möglichkeit für Seminare vor Ort in Ismaning. Bei Fragen stehen wir gern telefonisch zur Verfügung, beziehungsweise unter salessupport@pruftechnik.com. Und wir freuen uns schon, einige von Ihnen auch bei unserem Webinar in der nächsten Woche begrüßen zu dürfen. An der Stelle würde ich sagen, wir schließen das Ganze ab. Nochmal danke, Sigmar, und vielen Dank in die Runde. Danke ebenfalls und tschüss.